Es bewegt das Internet. Jeder versucht gerade herauszufinden, ob Harry Styles während der Filmfestspiele tatsächlich auf Chris Pine gespuckt hat. Aber das Don't Worry Darling Drama nimmt schon viel früher seinen Lauf. Als wäre das Drama und dabei ist es eigentlich ein Thriller um den Film Don't Worry Darling von Olivia Wilde, der gerade in Venedig vorgestellt wurde, nicht schon groß genug, scheint es, als hätte Harry Styles seinem Co-Star Chris Pine in den Schoß gespuckt, vor laufenden Kameras. Aber der Reihe nach, im Vorfeld sorgte Hauptdarstellerin Florence Pugh für Aufsehen, weil sie nicht zur Pressekonferenz erschien. Verschiedene Medien berichteten unter anderem, sie habe sich wegen der entstehenden Beziehung von Styles und Wilde am Filmset unwohl gefühlt. Pugh war zudem, wie Harper's Bazaar, sie zitiert, verärgert, dass der Filmtrailer auf eine Sexszene zwischen ihr und Styles reduziert worden sei, wenn es nur um Sexszenen geht oder darum, dem berühmtesten Mann der Welt dabei zuzusehen, wie er jemanden oral befriedigt, ist das nicht der Grund, warum wir den Film machen. Das ist nicht der Grund, warum ich in dieser Branche bin. Und weiter, es liegt in der Natur der Sache, wenn man den berühmtesten Popstar der Welt engagiert, dass man solche Gespräche führen muss. Darüber werde ich aber nicht sprechen, außerdem sei sie nicht einverstanden gewesen mit der ursprünglich geplanten Besetzung von Shia LaBeouf. Womit Wilde wiederum nicht gut umgegangen sei. Die Regisseurin sagte vor der Premiere in Venedig, ich kann nicht genug betonen, wie geehrt ich mich fühle, sie Florence Pugh als Hauptdarstellerin zu haben, sie ist großartig im Film. Und zu all den endlosen Gerüchten und dem Lärm da draußen, ich denke, das Internet füttert sich von selbst, ich verspüre nicht den Drang, dem etwas hinzuzufügen, und was war nun bei Pine und Styles los? Chris Pine hat während eines Interviews, das er und Styles im Vorfeld zum Film gegeben hatten, einfach abgeschaltet, ein Moment, aus dem auf Twitter bereits zahlreiche Memes entstanden sind. Jetzt wurde ein weiterer verrückter Vorfall zwischen den beiden festgehalten. Styles spuckt scheinbar beiläufig in den Schoß von Pine, als die beiden sich für die Premiere ihres Films hinsetzen, zumindest deutet seine Lippenbewegung das an. Pine hört daraufhin abrupt auf zu klatschen, blickt auf seinen Schoß oder seine Schuhe, aber die sind ein Thema für sich, schaut amüsiert und der kurze Clip ist zu Ende.